Hallo und herzlich willkommen bei Devi Dividende, dem Kanal für Einkommensinvestoren. Heute möchte ich euch mal wieder eine Aktie aus meinem persönlichen Dividendendepot vorstellen und diese ist heute die Blackstone Group. Die Blackstone Group ist als ehemalige Muttergesellschaft von BlackRock, ein US-amerikanisches Konglomerat im Bereich Asset Management und Finanzdienstleistungen. Blackstone operiert dabei in den vier großen Bereichen Private Equity, Real Estate, Hedgefondslösungen und Kreditlösungen. Im Private Equity Bereich verdient Blackstone daran, indem es sich an anderen Unternehmen beteiligt oder diese komplett übernimmt, um sie dann später wieder teurer verkaufen zu können. Im Real Estate Bereich investiert Blackstone direkt in Immobilien, aber auch in hypothekenbesicherte Wertpapiere und profitiert hier direkt von Mietzahlungen, aber auch von Zinszahlungen. Im Bereich der Hedgefondslösungen verdient Blackstone Geld durch die Managementgebühren auf das verwaltete Fondsvolumen und im Bereich der Kreditlösungen verleiht Blackstone Geld und verdient hier an den Zinseinnahmen. In allen Bereichen arbeitet Blackstone mit Fremdkapital, um die Eigenkapitalrendite zu erhöhen, was letzten Endes auch mehr Dividenden für uns als Investoren und Aktionäre bedeutet. Mit fast 500 Milliarden US-Dollar Assets under Management ist die Blackstone Group somit einer der weltweit größten Vermögensverwalter. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei knapp 8% und die Marktkapitalisierung bei etwa 22 Milliarden US-Dollar. Damit ist Blackstone zwar ein relativ großes Unternehmen, aber im amerikanischen Maßstab ist es eher ein Midcap. Kommen wir jetzt zu den Segmenten, in denen Blackstone operiert. Auf der linken Seite können wir jetzt die Segmente von Blackstone nach investiertem Kapital sehen und auf der rechten Seite sehen wir den Anteil an den gesamten Erträgen, also von den jeweiligen Segmenten. Und hier ist eigentlich in beiden Grafiken zu erkennen, dass man alle vier Bereiche sehr ähnlich gewichtet und das finde ich durchaus positiv, dass man in dem doch relativ riskanten Geschäftsbereich, ich meine, klar, das sind alles sehr konjunkturabhängige Geschäftsmodelle. Und auch nicht unbedingt die risikolosesten. Und da finde ich es trotzdem gut, dass man hier trotzdem auf eine gleichmäßige Gewichtung achtet, dass man jetzt nicht einen Bereich übergewichtet. Und genau, dass man hier eine gewisse Diversifikation trotzdem noch hat. Diese Gewichtung behält man auch über die Jahre hinweg konstant, was man in den jährlichen Entwicklungen sieht, über die letzten 3 Jahre. Das finde ich durchaus positiv. Kommen wir jetzt noch zu den Dividenden. In der Grafik sehen wir jetzt die Dividenden, die Blackstone seit 2007 quartalsweise zahlt. Es ist erkennbar, dass im Tiefpunkt der Finanzkrise die Dividenden gekürzt wurden und dass aber auch seitdem wieder die Dividenden angehoben wurden, aber das dennoch mit einer sehr hohen Schwankung. Also mal wird relativ wenig gezahlt, dann mal überproportional viel. An der Stelle erkennt man diese gewisse konjunkturelle Abhängigkeit, die man einfach mit den Geschäftsbereichen hat. Also beispielsweise im Private Equity Bereich, wenn dann mal die Wirtschaft schlechter läuft, dann fällt es natürlich auch schwer, hier ein Unternehmen gewinnbringend zu veräußern. Deswegen kann man hier in einer Rezession eigentlich ziemlich fest damit rechnen, dass hier die Erträge im Private Equity Bereich wegfallen. Ähnlich ist es im Hedgefonds-Bereich, also wenn die Kurse einbrechen, wenn das Fondsvolumen abnimmt, dann sinken natürlich auch die Managementgebühren für das Ganze. Also man ist hier schon ein bisschen zyklisch unterwegs. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch im Real Estate-Bereich gewisse regelmäßige Cashflows. Also man ist ja jetzt auch nicht unbedingt gleich pleite, nur weil mal die Wirtschaft ein bisschen schlechter läuft. Aber diese Schwankungen bei den Erträgen, die wird sich eben auch in der Vergangenheit wird sie sich eben auch in Zukunft bei den Dividenden niederschlagen. Exakt. Also positiv ist auf jeden Fall zu sagen bei Blackstone, dass in der Finanzkrise gezahlt werden konnte. Also ich finde es immer wichtig, dass überhaupt gezahlt wird. Und dass er aber eben aufgrund der Volatilität der Zahlungen ist schon mal an der Stelle eigentlich zu sagen, dass das jetzt hier nichts für den defensiven Investor ist, der auf die Zahlungen angewiesen ist. Also für den klassischen Rentner würde ich das hier auf keinen Fall empfehlen. Kommen wir jetzt zum Chart. Im Chart sehen wir kurz nach IPO einen enormen Drawdown von fast 90% und seitdem sehen wir ein langsames, stetiges Wachstum im Kurs. Der hohe Drawdown ist zwar auffällig, aber der IPO war auch denkbar schlecht gewählt vom Zeitpunkt.
also kurz vor der Finanzkrise. Zudem konnte selbst in der Depression 2009 die Dividende gezahlt werden. Also deswegen darf man hier auch diesen Drawdown nicht überbewerten. Also die Dividende wurde gezahlt, nicht die volle Höhe, aber es konnte gezahlt werden. Und das ist ja auch grundsätzlich das, worauf es uns ankommt als Einkommensinvestoren. Also ich meine, klar, wenn hier die Dividenden so schwanken, dann sollte man das Ganze vielleicht nicht übergewichten. Aber man sollte jetzt aufgrund des hohen Drawdowns nicht sagen, dass das hier irgendwie ein schlechtes Unternehmen ist. Und den leicht positiven Trend im Chart finde ich hier natürlich erfreulich. Und ich erwarte, dass hier mir im Kurs eigentlich langfristig die Inflation ausgeglichen wird. Also jetzt kein besonders hohes Wachstum, was natürlich auch nicht sein muss als Einkommensinvestor. Aber ich denke, dass hier mit der Zeit die Inflation ausgeglichen wird. So 2-3% im Jahr im Kurs. Damit bin ich dann zufrieden, wenn mir dort der Kapitalstock eben konstant bleibt von Wert. Kommen wir jetzt noch zu meiner persönlichen Gewichtung von Blackstone in meinem Dividendendepot. Die liegt bei mir bei etwa 2% vom Gesamtvolumen. Das liegt auf der einen Seite daran, dass ich das Geschäftsmodell prinzipiell interessant finde. Man arbeitet hier profitabel in vier verschiedenen Bereichen und ist dort schon mal diversifiziert. Auf der anderen Seite hat man natürlich die enorme konjunkturelle Abhängigkeit und eben auch die Dividendenkürzung in der Finanzkrise. Also deswegen gewichte ich das Ganze nicht über. Ich habe es als Position im Depot. Jetzt ist jetzt keine Mini-Position, es ist halt aber eher eine kleinere Position und damit fühle ich mich prinzipiell sehr wohl. Blackstone ist meiner Meinung nach für konservative Investoren, die auf verlässliche Zahlungsströme angewiesen sind, gar kein Investment. Also sitzt zum Beispiel ein Rentner, der braucht eben die Zahlungen verlässlich und der kann jetzt nicht einfach mal auf die Zahlungen verzichten, nur weil die Wirtschaft ein bisschen schlechter läuft. Deswegen für solche Leute eher ungeeignet, für risikofreudige Investoren oder Leute wie mich, die jetzt ein bisschen jüngere sind und noch einen langen Anlagehorizont haben, die Fehler ausgleichen können. Für die kann das Ganze aber ein sehr interessanter Kandidat sein mit einer hohen Dividendenrendite aktuell. Und ansonsten ist allgemein Blackstone, denke ich, ein guter Kandidat für die Watchlist. Also sollte hier mal die Wirtschaft im Allgemeinen schwächeln, da kann man hier, denke ich, wirklich zu attraktiven Konditionen in ein gutes und großes, profitables Unternehmen einsteigen. Das Ganze war jetzt natürlich alles nur meine persönliche Meinung. Also ich bin kein Anlageberater, ich betreibe hier keine Aktienempfehlungen. Und außerdem erhebe ich trotz bestem Wissen und Gewissen keinen Anspruch auf Richtigkeit der hier gebotenen Informationen und Daten. Das ist alles nur, wie schon gesagt, meine persönliche Meinung. Und jeder sollte auf Grundlage einer eigenen Recherche sich seine eigene Meinung bilden. Und das war es jetzt erstmal so von meiner Seite. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Video wieder, wenn ich wieder Werte für Einkommensinvestoren vorstelle. Bis bald.